Ja, es handelt sich hier um eine KHD-Übung, eine Katastrophenhilfsdienstübung. Für die Stadt der Steiermark. Es sind 16 Feuerwehren der Steiermark, also die KHD-Züge der Steiermark, alarmiert. Übungsannahme ist ein schweres Unwetter, das vor 3 Tagen über das Gebiet Stadl-Krakau-Dorf Schölder gezogen ist. Und jetzt sind die Aufräumarbeiten und durchzuführen. Die örtlichen, das heißt die bereichseigenen Feuerwehren, sind schon erschöpft und jetzt wurde Katastrophenalarm für die Steiermark gegeben. Es sind noch Waldbrände zu bekämpfen, Verklausungen aus den Flüssen zu beseitigen. Hier in Schölder ist eine Hangrutschung abzusichern. Hier droht ein größerer Hang abzurutschen. Da sind die Sicherungsarbeiten durchzuführen. Und dann gibt es noch weitere Schadstellen mit einem Brand in einem Gebäude, angrenzend an einem Wald, und dem Unwetter elementare, die Überschwemmungen, bedrohte Häuser von Überflutungen, die zu sichern sind und auch Personen zu evakuieren sind. Das läuft in heute und morgen im Bereich eben Stadl, Schölder, Krakau-Dorf ab. Hier bei dieser KHD-Übung sind ungefähr 1300 Mann im Einsatz an diesen beiden Tagen. Die Züge kommen aus der gesamten Steiermark, von Bad Kratkersburg bis Lietzen, von Mürzzuschlag bis Mura und sogar die angrenzenden Feuerwehren aus dem Bundesland Salzburg und Kärnten sind an dieser Übung beteiligt. Es geht auch in die Nacht. Es ist heute vorgesehen bis 22 Uhr, also ab 18 Uhr kommen die nächsten Feuerwehren, die die Übungsszenarien abarbeiten, und dann geht es um 4 Uhr früh wieder mit der zweiten Staffel weiter.